Was ist eigentlich Neuroathletiktraining? Um diese Frage wird es in diesem kurzen Erklärvideo gehen. Neuroathletiktraining ist eine Wortschöpfung des deutschen Sportwissenschaftlers Lars Lina, der diese Form des Trainings aus den USA mitgebracht hat. Er hat bei dem Amerikaner Eric Kopp gelernt, einem Chiropraktiker und Humanbiologen, der aus verschiedenen Techniken, Systemen, aber auch der aktuellen Neurowissenschaft das Z-Health-System entwickelt hat. Worum geht es im Neuroathletiktraining? Unser Gehirn hat primär einmal die Aufgabe, das Leben des Individuums und das Überleben der Spezies zu sichern. Dabei versucht es ständig, die Welt in sicher und unsicher einzuteilen. Wird die Welt als sicher oder angenehm wahrgenommen, dann haben wir mehr Kraft, mehr Ausdauer, mehr Schnelligkeit, mehr Beweglichkeit und eine bessere Koordination. Wenn das Gehirn die Umgebung allerdings als gefährlich einstuft, dann kommt es zu Einbußen in all diesen Fähigkeiten. Wir verlieren dann Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination. Das Gehirn hat in diesem Kontext drei Aufgaben. Es empfängt Input, es interpretiert diesen und erzeugt einen Output. Das kann eine Bewegung sein, eine Drüsenaktivierung, Aktivität von Organen oder ähnliches. Das Gehirn ist dabei mit vielen verschiedenen Sensoren ausgerüstet, um die Welt zu erkennen. Im Neuroathletiktraining beschäftigen wir uns vorwiegend mit drei Systemen, die zwar nur 20% des Inputs ausmachen, für die Bewegung aber dennoch sehr wichtig sind. Mit den anderen 80% beschäftigen wir uns dann in der funktionellen Neurologie. Also diese drei Systeme sind die Augen, das Innenohr oder der Vestibulärapparat und die Propriozeption, also Sensoren in unseren Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken. Wenn der Input aus diesen Sensoren nicht sauber ist, dann kann das Gehirn auch keine guten Entscheidungen treffen. Ziel des Neuroathletiktraining ist es also, Inputfehler zu finden und diese dann durch spezielle Übungen zu korrigieren und die Sensoren zu integrieren. Das Tolle dabei ist, dass solche Übungen unmittelbar wirken und zur sofortigen Leistungssteigerung führen. Ersetzt das Neuroathletiktraining das normale Athletiktraining? Nein, natürlich nicht. Es muss immer noch trainiert werden. Nach einem guten Plan, den dir am besten ein gut ausgebildeter Trainer oder Sportwissenschaftler macht. Aber auch das beste Training bringt nicht die besten Resultate, wenn das Gehirn die Handbremse zieht. Und dafür ist das Neuroathletiktraining da. Du bist neugierig geworden, was dieser Ansatz auch für dich machen kann? Dann kontaktiere mich. Und vergiss nicht, meinen Channel zu abonnieren.